Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es kann sein, dass ihr mein Aquarium hört, falls ja, bitte lasst euch davon nicht stören. Genauso wie von den Lachs, die sich jetzt leider in der Aufnahme befinden, denn ja, ich habe es geschafft, genau zu dem Zeitpunkt aufzunehmen, wo das Firgolf-Championat stattfand und bin dann natürlich direkt in die Menge reingerannt. Und das fand mein PC nicht so toll, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es heute eine neue Geschichte von euch. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mir eine Geschichte zugesendet haben. Im Moment ist ja mein Bewerbungsfach für die Geschichten geschlossen. Das heißt, wenn ihr eine tolle Geschichte habt, die ihr mir gerne erzählen würdet, dann merkt euch die und schickt sie mir dann, wenn das Bewerbungsfach für die Geschichten oder das Anmeldungsfach, besser gesagt, für die Geschichten wieder offen ist. Denn ich habe noch so viele erzählenswerte Geschichten, die ich auch gerne in Videos bringen würde. Und deswegen merkt sie euch einfach. Und bevor wir anfangen, möchte ich euch nochmal auf zwei neue Merch-Pullis von mir hinweisen, von denen es leider nur eine bestimmte Anzahl gibt. Das heißt, wenn sie weg sind, dann sind sie auch weg und dann gibt es die nicht noch einmal wieder. Und zwar sind das zwei Pullis in den Farben Pastellblau und Pastellrosa mit dem weißen Kompass-Logo. Wenn ihr die schön findet und euch die gerne mal anschauen wollt, dann der erste Link unten in der Beschreibung dafür zu Mergency, wo man die kaufen kann. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt wirklich mit der Geschichte. Geschichte hat sich erst vor kurzem zugetragen. Ich nenne die Person, die mir die Geschichte jetzt erzählt, Ali. Und zwar hat sie erst im Dezember 2020 ihren 13. Geburtstag gefeiert und hat das erste Mal Starcoins bekommen und hat sich dann auch ein neues Pferd gekauft. Und zwar den neuen Friesen, der zu dem Zeitpunkt noch im Winterdorf stand, den schwarzen also. Allerdings gehörte der Account zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ihr, sondern ihrer besten Freundin, denn sie hat ihr geholfen, diesen Account zu erstellen. Sie hat nämlich schon länger Star Stable gespielt und Ali wollte das dann auch unbedingt und somit hat ihre Freundin ihr dann ja dabei geholfen, den Account zu leveln. Beide befanden sich, wenn ich das richtig verstanden habe, zu dem Zeitpunkt auf Server 14 und wollten ihn noch nicht verlassen. Allerdings hat ihre Freundin dann einen neuen Club kennengelernt. Den Namen hat sie mir geschrieben, ich werde ihn jetzt aus Solidarität natürlich nicht nennen. Auf jeden Fall fand Ali diesen Club sehr sympathisch und hat sich dann auch dort beworben und wurde dann in den Club eingeladen. Ein paar Wochen später stritten sich dann Ali und ihre Freundin, weil ihre Freundin bemerkt hat, dass jemand auf ihrem eigenen Account online war und einfach ein Pferd gekauft hat, was sie eigentlich nicht haben wollte. Und ihre Freundin hat halt vermutet, dass es sich dabei um Ali handelte. Denn so wie ihre Freundin auch auf Alis Account Zugriff hatte, so konnte sich eben Ali auch auf den Account ihrer Freundin einloggen. Ja, Ali wusste natürlich, dass sie es nicht war, hat sich also eingeloggt und hat festgestellt, also auf ihrem Account hat sie sich eingeloggt und hat festgestellt, dass der Account ihrer Freundin noch online war. Sie hat ihrer Freundin also ein Foto geschickt von dem Account und meinte halt, hey, du bist noch online, warum? Und ihre Freundin hat dann einen komischen Emoji geschickt und sowas geschrieben wie, hä, wie? Naja gut, das hat Ali dann natürlich verunsichert und sie fand es sehr komisch. Ist dann auf den Account ihrer Freundin gegangen, um zu gucken, was es damit auf sich hat. Und normalerweise bekam ihre Freundin immer 2000 Starcoins. Hat es hier nicht geschrieben im Monat oder in der Woche. ich gehe jetzt, wenn, dann mal eher aus in der Woche, weil 2000... im Monat, weil 2000 in der Woche wären schon relativ viel. Naja, auf jeden Fall steht hier, sie bekam immer 2000 Starcoins. 1000 Starcoins hatte sie schon ausgegeben, wofür sie sich ein Pferd gekauft hatte. Und als sich Ali dann auf den Account ihrer Freundin eingeloggt hat, musste sie feststellen, dass auch die zweiten 1000 Starcoins fehlten. Und ein neues Pferd im Stall stand, und zwar ein braunes American Quarter Horse, was aber ihre Freundin eigentlich schon besaß. Ali schickte ihrer Freundin also ein Foto und fragte, warum sie sich das Pferd denn nochmal gekauft habe, worauf ihre Freundin antwortete, was, wie, ich habe nichts gekauft. Als erstes glaubte Ali das nicht wirklich, weil sie dachte, okay, das ist vielleicht eine Ausrede. Als dann ihre Freundin aber weinende Emojis schickte, hat Ali dann ihre Meinung geändert. Sie haben dann telefoniert und
Ja, ihre Freundin hat Ali dann beschuldigt, sie wäre das Ganze gewesen und sie soll es doch nur endlich zugeben, dass sie es war, aber Ali konnte nicht zugeben, denn sie war ja nicht der Täter gewesen. Ja, die Freundin oder der Vater von ihrer Freundin wechselte dann das Passwort. Huch, das war wieder meine Uhr. Also der Vater von der Freundin wechselte das Passwort und meinte, sie solle es niemandem mehr geben. Denn Ali schreibt mir hier, ihre Freundin hatte das Passwort wohl noch vielen weiteren Leuten gegeben. Ja, dann ein paar Tage später passierte etwas anderes, denn Ali lernte bei einem CT des Clubs eine neue Person kennen, wir nennen sie jetzt einfach mal Lara. Und ja, sie fanden sich sympathisch. Ali hat auch Roblox gespielt, es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas falsch ausspreche oder so, ich habe zwar Roblox, aber ich kenne mich mit den ganzen Begriffen nicht so aus, weil ich es nicht aktiv spiele. Auf jeden Fall hatte Ali eben in dem Spiel nicht so viele Pets. Lara wollte ihr dann wohl ein Haustier gratis geben, was Ali zuerst ablehnte, wie ich ihn ihrer Nachricht entnehmen kann. Denn eine Weile danach war erstmal Funkstille, bis sie dann in eine Gruppe fragte, ob ihr jemand einen Flywhite Frost Furry geben könnte, beziehungsweise dass sie ihn suchen würde. Ja, Lara antwortet ihr dann, dass sie einen hatte oder habe und ihr einen geben würde. Und Ali akzeptierte das und sie tauschten sozusagen. Und ja, sie verstanden sich recht gut, haben sich öfter unterhalten und wurden dann eben zu Freunden. Und ja, Lara hat ihr dann eben auch viel echtes Geld gegeben, beziehungsweise hat ihr Starcoins für echtes Geld gekauft. Dafür gab Ali ihr dann auch ihr Passwort und ihre Mail, denn sie vertraute ihr inzwischen so viel, dass ja, sie Lara für sich leveln und questen ließ, beziehungsweise Lara konnte das tun, wenn sie wollte. Sie kaufte ihr dann auch 2000 Starcoins und kaufte ihr dann davon auf dem Account zwei Pferde, unter anderem ein Haflinger und einen Friesen aus Epona, obwohl Ali noch nicht nach Epona konnte. Zu dem Zeitpunkt, wie sie mir schrieb, Lara hätte da wohl einen Bug gemacht. Ein paar Tage später wollten sie sich dann ein Partnerpferd kaufen und ja, Ali hat sich einen Connemara ausgesucht und Lara ein Mustang. Allerdings ja, wollte Lara ihr dann wieder Starcoins kaufen, beziehungsweise musste Lara ihr wieder Starcoins kaufen. Dafür wollte sie dann aber etwas in Roblox. Also tauschten sie, Ali gab ihr das in Roblox und Lara kaufte ihr Starcoins und ja, somit konnte sie sich dann das Pony kaufen. Sie machten jeden Tag was gemeinsam und Lara schenkte ihr sehr oft was. Dann eines Tages haben sie telefoniert, haben nebenbei Among Us auf dem Handy gespielt und Ali hatte, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, Star Stable noch auf ihrem ja, PC oder Laptop offen. Plötzlich flog sie raus, also sie wurde ausgelockt. Ali dachte zuerst, dass es entweder ihre beste Freundin oder Lara gewesen war und lockte sich dann wieder ein, musste aber feststellen, dass sie sich dann an einer ganz anderen Stelle befand, als wo sie eben stand, bevor sie ausgelockt wurde. Sie ging in ihren Heimatstall und sah, dass eben alles weg war. Alle Pferde waren weg, ihre Starcoins, nur noch Jorvik-Schillinge. Sie hat es dann in ihre Clubgruppe geschickt und die haben ihr geraten, den Support anzuschreiben, also hat sie das auch getan und sie wartet eben, dass der Support ihr antwortet. Naja, sie schreibt mir auf jeden Fall noch ganz unten in der Nachricht, dass sie weiß, dass sie selbst schuld ist, dass das passiert ist, denn sie hat ihre Daten ihm weitergegeben. Sie sagt aber auch, dass sie ihren beiden Freunden vertraut, dass sie es nicht waren, denn Lara meinte wohl sogar, sie würde ihre Pferde verkaufen, damit Ali keinen Kontaktabbruch machen würde. Und ihre Freundin sagt, sie würde ihr sogar Starcoins kaufen, damit sie sich eben die Pferde wieder kaufen könnte. Ich muss sagen, über das Thema mit dem Weitergeben der Accountdaten müssen wir, glaube ich, nicht nochmal sprechen. Das haben wir oft genug getan. Man soll es nicht machen. Wenn man eine Freundin auf den Account lässt, dann würde ich mich daneben setzen und zugucken, dass die Freundin eben nichts Schlimmes macht. Das sozusagen ein bisschen überwachen, soweit es geht. Aber grundsätzlich würde ich eben die Daten nicht weitergeben. Was ich auch sehr kurios finde, ist, dass Lara Ali so viel Geld geschenkt hat, so viel Geld ausgegeben hat, weil nach dem, was ich jetzt in der Nachricht gelesen habe, ist es wirklich schon so viel Geld. Und ja, es gibt es eigentlich wirklich selten, dass es Leute gibt, die eben so viel Geld für Leute ausgeben,
die man im Internet kennenlernt. Also ich meine, wenn man mit Freunden unterwegs ist, dann kennt man das ja mal, dass der eine Freund jetzt einem ein Eis spendiert und man kauft dann ein anderes Geschenk wiederum für den Freund, mit dem man unterwegs ist. Aber ich meine, jetzt so übers Internet ist das schon mal eigentlich eine ganz andere Liga. Ich will nicht leugnen, dass es das gibt, das wissen wir. Auch aus einer Geschichte, die ich ja ungefähr vor einem Jahr hochgeladen habe. Aber es ist selten und deswegen würde ich eigentlich grundsätzlich, wenn ihr jemandem begegnet, der euch fragt, hey, kann ich deine Daten haben, ich würde dir Starcoins im Pferde kaufen, erstmal nicht vertrauen, weil es eben auch viele Leute gibt und das habe ich auch oft gehört und gesehen sogar, die halt einer Person Starcoins versprechen, um an die Accountdaten von der anderen Person zu kommen. Sie ändern das dann oder verkaufen Pferde, deswegen macht sowas grundsätzlich nicht und ja, sonst eben auch nur vielleicht bei echten Freunden, die ihr im Real Life kennt und setzt euch dann, wie gesagt, daneben und guckt zu. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich würde ich das nicht machen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!